Eiscreme wird bzw. wurde hauptsächlich von Eisbergen produziert. Nicht zu verwechseln aber ist dieses Eis mit dem Speiseeis Arsch auf Grundeis. Damit haben wir nicht so viel Ahnung, außer Nova, sie verspeist nämlich fast täglich Ärsche. Heute haben wir es uns zur Lebensaufgabe gemacht, rauszufinden, was am besten mit Vanilleeis schmeckt. Warum heißt das Bourbon? Ich habe keine Ahnung, Nova. Ist das Alkohol? Das wäre cool. Was ist dein Lieblingseis, Nova? Vanilleeis ist eigentlich schon mein Lieblingseis. Ich hätte das auf. Danke, Mama. Lass uns doch erstmal schauen, ob dieses Eis überhaupt genießbar ist. Einfach mal einen kleinen Zacken testen. Ich bin laktosintolerant. Ich auch. Nova, weißt du, was die Leute aber jetzt gar nicht wissen und auch gar nicht sehen? Hm? Dass dieses Eis seit 20 Minuten einfach hier auf dem Tisch steht. Mhm. Wir kriegen halt Salmonellen. Ja. Und scheiße riecht es. Und es läuft aus. Nova, warst du so ein Hurenkind, so ein richtiges Wichserkind? Ja. Was in der Eisdiele immer nach Streuseln gefragt hat? Natürlich. Darf ich mehr Streusel? Ja. Dich. Ja, also ich wollte eigentlich Streusel mit Eis essen. Wofür ich tatsächlich oft gejudged wurde, und ich hoffe, du judgest mich nicht als meine Mom. Ja. Für mich schmeckt alles besser mit Ketchup. Du bist halt eine Vollkatastrophe. Ich habe das aufgegeben mit dem Erziehungsauftrag, deswegen alles gut. Schade. Spaß, ich liebe dich. Mach dir doch ein bisschen Eiscreme auf deinen Teller hier. Geil. Das ist auch sehr geil. So, ich finde, das sieht auch schon ziemlich lecker aus nach einer Erdbeersoße. Ich wünsche dir einen sehr, sehr guten Appetit. Dankeschön. Mhm. Hat was. Ich finde, es hat was. Auch Eis wird verbessert durch Ketchup, finde ich. Mhm. Ja? Ja. So, Ketchup ist auch irgendwie so ein bisschen deutsche Magie. Oh mein Gott, ja. Warst du eigentlich von diesen Kindern, die Spaghetti mit Ketchup gegessen haben? Nudeln mit Ketchup? Ja, okay. Voll. Nach der Schule, zack, rein die Tube auf und reingespritzt. Ja? Ja. Ich mache das immer noch so. Also, ich muss ganz klar sagen. Für mich scheint morgen die Sonne. Auch gegessen. Für mich scheint morgen auch die Sonne. Also, ich finde, es verbessert deutlich diesen Geschmack dieses Bourbon-Vanillecremes. Ja. Kann ich nur empfehlen. Das war toll. Was gibst du diesem Scheißdreck? Das war schon eine solide 7. Also ich hab keinen Wirkreflex gehabt gerade. True. Hab ich auch so nicht, aber... Ich gebe dem eine 5, muss ich sagen. Ja? Also ich fand's wirklich, es war... ich gebe 8. Ich gebe 8. Ich finde es genießbar. Ich finde es auch, ja. Ich finde es genießbar. Ich würde in ein Restaurant gehen und sagen, ich hätte gerne Vanilleeis mit Ketchup. Ja. Nova, ja. Du bist eine kleine Schnapsdrossel. Ah, das kann man jetzt so und so sagen. Du bist eine Vollalkoholikerin. Korrekt, ja, okay. Ich bin Genießer. Du bist ein Genießer. Wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, du genießt deine Getränke auch kalt. Und was ist auch kalt? Tiefkühlpizza. Aber wir reden hier von dem Eis, Nova. Ach so. Ich frage mich, ob Eiscreme mit einer leckeren Rotweinsauce schmeckt. Da hast du dich aber auch echt nicht lumpen lassen. Das ist die sehr gute Wappenlese. Man darf es nicht als schwangere Frau trinken. Also man wird auf jeden Fall auch nicht schwanger davon, wenn man es trinkt. Das ist, glaube ich, die beste Verhütung. Aber der ist für das Eis. Das? Muss auch schmecken, ob der gut ist, ob der noch gut ist. Ist der gut? Ja, 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 der ist noch gut. Ist auch ein feiner Jahrgang auch, glaube ich. Auch leicht. Oh ja! Kann man machen. Oh ja. Ist trinkbar. Ich würde dir nochmal die Würde erweisen. Ja. Wie ist der gaumig? So eine feinperlige Note im Abgang. Ja? Ich bin besoffen. Soll ich den Heike echt zeigen? Das habe ich in der Klapse gelernt. Dann pütter das nicht, guck. Oha! Ich wünsche dir ganz viel Erfolg auf deinem nächsten Lebensabschnitt und sehr viel guten Hunger. Prost. Oh ja. Oh ja. Ich glaube, wir haben was kreiert. Wow. Nee. Mmh. Ja. Weißt du, an was mich das erinnert? An meinen ständig besoffenen Dreckvater. Mmh. Glaubst du, deine Mutter hat während deiner Schwangerschaft auch hier Alkohol probiert? Auf jeden Fall. Hallo, Felix? Hast du ab und zu während der Schwangerschaft einen Rotwein genossen? Nee, gar nicht. Sicher? Auch nicht mit Eiscreme zusammen? Nein. Danke, Mama. Ich bin safe. Ja, aber bin ich safe. Fällig. Ich werde halt mein gesamtes Klo halt voll scheiße. Ja, ich auch. Ich bin halt stark laktosintolerant. Ich auch. Also sterblich, wirklich. Ich auch. Ich glaube, wir stellen das mal lieber weg. Ja. Hör auf jetzt. Ich fand's, das ist eine 8. Oh ja, ich würde so fast sagen 9. Unironisch, ich stelle mir das gerade vor, wie man in einem etwas höherpreisigen italienischen Restaurant quasi ein Weinglas serviert bekommt, wo Eiskugeln drin schwimmen. Ja, ich war in Südafrika, in Johannesburg. Okay. Und da gibt es so ein Getränk. Ich habe vergessen, wie es heißt, weil ich habe wenig Inhalt in meinem Gehirn. Genauso wenig Inhalt, wie wir jetzt noch in der Rotweindose. Da machen die dieses Kalua. Das wird dann mit Eis zusammen. Das Eis wird so lange geshaked, bis es so eine flüssige Konsistenz hat. Und da ballert man entweder rum oder dieses Kalua-Ding rein. Können wir rumballern? Ich dachte schon, Fantasie. Nee, ist ein guter Tropfen. Das war echt geil. Es lag aber auch zu 99% am Rotwein. Nova, die Sommerzeit ist die Zeit der verf***ten Pollen, aber leider auch die Zeit des Eisgenusses. Ja. Das Ding ist, ich habe eine Pollenallergie entwickelt, glaube ich. Okay. Ich niese die ganze Zeit und meine Nase läuft und das ist Abfuck, weil ich habe bei dem Piercing neu und das heißt, ich kann nur aus einem Nasenloch korrekt schmolzen. Den Piercing oder das Piercing, du Vollidiot? Das ist ja den... da. Den Piercing-Schmuck. Ich habe mir auf jeden Fall sehr viel Zeit genommen in meinem kleinen Kämmerchen, um rauszufinden, wie man dieses Problem löst. Ja. Und ich bin auf eine Lösung gekommen. Was ist, wenn man diesen Scheißdreck hier mit diesem Scheißdreck hier kombiniert? Ich bin süchtig. Oh. Nova, lass es uns doch einfach mal probieren. Juhu, ich habe richtig Bock. Juhu, yuppie. So, und wenn man jetzt quasi einfach zu einer Eisdiele geht und sich im Sommer eine Kugel Eis holt, dann nimmt man einfach sein Nasenspray mit.
Ich wünsche dir einen so leckeren Appetit, Nova. Oh, Dank, lass Mann. Es dir schmecken. Mhm. Ja, schmeckt nach Meer, schmeckt nach Salz, schmeckt nach Freiheit. Mhm. Ich find's geil. Hat was. Ja. Hier sind diverse Giftstoffe drin, Nova. Ja, okay. Ich gebe 6. Was gibst du? Ich gebe auch. Wir haben ein anderes Produkt noch. Juhu. Du bist halt ein Streuselkind gewesen. Ich habe eine Streusel-Alternative für dich mitgebracht. Oliven. Das sind Oliven, Nova. Hast du sowas schon mal gesehen, du Ich liebe Oliven. Aha. Ich glaube, das ist wirklich eine sehr geile Streusel-Alternative. Mhm. Lass es uns ausprobieren. Let's fetz, sage ich immer. Cool, Felix. Ich mache bei dir ein bisschen Oliven rauf. Mhm. Oh ja, muss ich das alles aufessen? Ja. Okay, Daddy. So, lass es dir unglaublich doll munden, Nova. Mhm. Das ist ein italienischer Traum. Das Gericht nenne ich La Dolce Vita. Frutti di Mare. Ey, weißt du was? Stell dir mal vor, du triffst einen Typen. Typ mit Fukuhila. Bisschen alternativ. Fingernägel lackiert. Weißt du, ein oder andere Piercing. Paar Tattoos. Auf jeden Fall, du kommst näher ran und denkst, okay, er hat an seinem Arm so ein La Familia-Tattoo. So, das ist richtig unangenehm. Dann gehst du aber näher ran und siehst, dass genau in dieser La Familia-Schrift einfach nur Frutti di Mare da drauf steht. Ja, auf die Knie. Bodenlos. Aber sowas von. Bodenlos. Halt. Und dann, dass du mir mehr Oliven aufgetan hast? Ein bisschen mehr. Ich finde es so toll, dass wir hier zusammen essen. Irgendwie. Also ich muss sagen, je flüssiger dieses Eis wird, desto flüssiger werde ich. Bist du wirklich flüssig? Also Menschen bestehen zu 80% aus Wasser, dementsprechend ist jeder Mensch faktisch nicht flüssig. Kannst du dir mal überlegen, dass dein Skelett immer nass ist? Also deine Knochen sind immer nass. Das ist schon eklig eigentlich. Mhm. Einmal habe ich das, manchmal habe ich voll das Bedürfnis dazu, so mein Skelett zu nehmen und das zu waschen. Das Skelett meiner Opfer ist auch immer nass. Okay, was gibst du diesem ekelhaften Scheißdreck hier, Nova? Oh, schon sind es 3. Aber Oliven an sich sind geil. Ich glaube, meine Laktose kriegt halt auch langsam rein. Du warst schon im Darm? Aber ordentlich. Aber das, weil ich so aufgeregt bin, dass ich ihn eben sitzen darf. Okay, weißt du? Krass. Ganz kurz, dieser Rotwein. Du magst doch sicherlich Spaghetti-Eis. Ich finde Spaghetti-Eis sehr cool. Super, ich finde Spaghetti-Eis so, so super. Also der Mensch, der auf die Idee gekommen ist, dem würde ich einen zärtlichen Kuss auf die Stirn geben. Ich hab's erfunden. Nun ist es ja so, dass Nudeln von den Italienern erfunden worden sind. Ja. Die haben das erfunden. Spaghetti. Das ist faktisch eine Lüge, aber ja. Okay. Wir gehen einfach damit jetzt. Und Eis ist ja auch Gelato, ist auch was Italienisches. Ne? Jetzt dachte ich mir, was ist, wenn man als Beilage dieser beiden italienischen Gerichte was nimmt, was die zusammenführt? Pesto. Grüne Pesto in veganer Form natürlich. Das ist toll. Schmeckt sehr gut. Aber siehst du den Zusammenhang dieser beiden italienischen Wunder? Absolut. Ich habe da auch wirklich gar keine Fragen zu. Für dich auch ein bisschen Pesto? Darf ja, das gerne, gerne, gerne. Vielen Dank. Ich wünsche dir einen so tollen Hunger. Also es ist eine bezeichnende Stille, die gerade... Diese arme Keramik heute Abend. Wirklich. Ich muss ehrlich sagen, in erster Instanz dachte ich kotze dir gleich komplett das Interieur hier voll. Ich habe schon vom Geruch her schon ein bisschen vorgekotzt. Was gibst du diesem köstlichen Gemisch? Ich gebe dem ganzen Schwachsinn hier stabile 4. Ich nehme 3. Als nächstes habe ich mir überlegt, ich glaube, den hatten wir schon. Bist du dir sicher? Ich glaube, wir müssen nochmal probieren. Das ist eine gute Lese. Mhm. Hier sind halt 9,5% Alkohol drin. Warum ist da so viel drin? Was gibt es Besseres als für uns zwei süßen Nicht-Fleischfresser als Teriyaki-Soße? Ich glaube, dass das richtig gut schmeckt, weil die ist mit Sesam verfeinert. Ich wünschte, ich wäre der Löffel. Guck mal, wie das aussieht. Nein, 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 nein. Okay, stabil, ja, ist okay. Alter, das ist geil. Mein Löffel ist leider da drin ertrunken. Willst du einen neuen haben? Nein. Ich wünsche dir so viel Spaß und Freude mit diesem Gericht. Wir haben was erschaffen. Wir haben was erschaffen. Findest du das nicht geil? Ich finde das low-key geil. Ich finde es auch low-key geil. Oh mein Gott. Ich glaube, das ist das erste Mal in dieser ganzen Was schmeckt am besten mit Serie, dass ich was Ekliges geil finde. Also richtig gut. Stell dir das in dickflüssig vor und einfach so als Topping für Eis. Voll krank. Wir sollten das direkt branden. Wer ist Brandon? Das gibt mir irgendwas ein bisschen vorne. Weil Teriyaki-Soße an sich auch low-key, glaube ich, so... Guck mal, Nova, ich habe ja gerade geredet, ne? Es gibt mir ein bisschen was von Mikado-Stäbchen. Es ist halt ein bisschen was Salziges, ein bisschen was Sojamäßiges, Sojasauce-mäßiges, mit danach direkt Süße. Und ich muss sagen, es gibt mir ein bisschen was von diesem Gyoza, oder wie es heißt. Mhm. Oder? Safe. Ich finde es wirklich lecker. Ich gebe dem legit eine 9 von 10. Ich finde es auch geil. Ich nehme auch eine 9 von 10. Ich bin Mitläufer, ja. Warst du ein Kind? Ja, musst du halt, wie ist die Definition denn? Warst du so ein Kind, was so Springtafeln, weißt du? Ja. So 1, 2, 3, 4, 5. Natürlich. Ja? Ja, ja, ja. Hast du auch geknetet? Ganz viel. Play-Doh. Komm mal raus. Das ist Knete. Ich kann gar nicht lesen. Wie schmeckt das? Es brennt. Es brennt. Oh, wow. Warum aber? Ich würde dir auftischen wollen. Einmal für mich auch Eiscreme, wenn ich darf. Oh. Ich muss mich auch schwimmen, weil ich drehe. Du hast ja ein bisschen was im Gesicht, Nova. Wir kombinieren jetzt.
Ich will das nicht. Ich will das wirklich nicht. Wir kombinieren jetzt ein bisschen Eiscreme mit ein bisschen Knete. Prost Mahlzeit. Ich find's ganz geil. Wenn ich nicht jetzt schon wirklich den Porzellanthron absolut zertrümmern werde, dann werde ich spätestens nach der Scheiße, Digga. Jo. Ich hab's, es klebt zwischen meinen Zähnen. Ich muss unbedingt Zähne putzen gehen. Soll ich dir helfen? Aha. Nora, ja. Magst du Zwiebeln? Ja. Magst du auch Knoblauch? Ja. Na perfekt. Was ist, wenn man die geilste Knoblauchcreme der Welt, nämlich Aioli, in Kombination Aioli mit Bourbon Vanille isst? Ich könnte mir nicht Schöneres vorstellen. Ich auch nicht. Dann lass uns das doch direkt ausprobieren. Ja, aber hast du gerade deine Haare abgeleckt? Ja. Hier hast du ein bisschen Eiscreme. Ich habe noch, glaube ich, genug Eiscreme. Nein, nein, nein. Okay. Ich muss so kacken. Ich auch. Das wird eine amtliche Sitzung. Ich habe für uns zwei Beben süßen Mäuse Aioli geholt. Du hast ein bisschen Spuck an deiner Hand, mein Schatz. Wirklich? Ja. Oh mein Gott! Nee. Danke. Ich glaube, das ist das erste Gericht, wo ich jetzt kotzen könnte. Ja, es riecht ein bisschen nach Katzenfutter, findest du auch? Gerade diese Kombination. Ja, beim Play-Doh eben musstest du nicht brechen. Nee, guten Hunger. Aioli mit Eiscreme. Wow. Also eine sehr gut gemeinte 2. Ja, muss ich auch sagen. Ich habe gewürgt. Ja. Ich bin von diesem ganzen Rumgeschlemmer, von diesem ganzen Rumgemache. Bisschen angemüdet, ne? Was macht einen in dieser Situation wach, Nova? Kannst du dir da irgendwas vorstellen? Rote Bullen. Rote Bullen. Eigentlich habe ich da was mit. Red Bull. Dieses Getränk ist dafür bekannt, dass es wach macht. Ja. Fit, munter. Ja. Jeder, der dieses Getränk trinkt, ist in meinen Augen schön. Und auch ein besserer Mensch. Ich glaube, es ist an der Zeit, Eis mit Red Bull zu verspeisen. Wir kriegen halt die schlimmste Salmonellenvergiftung in der Geschichte der Menschheit und auch den schlimmsten Brechstuhl. Ja. Aber ist okay. Ja. Wow. Alter, das ist eine absolute 10 von 10. Mm. Hä? Lecker. Das ist so lecker. Das ist so ein bisschen prickelnd, dennoch sehr vanillig. Mhm. Ich fühle mich auch belebt auf einmal. Ich auch. Ich bin gar nicht mehr müde. Ja. Oder? Ich habe wieder Kraft, ich bin wieder aufgeladen, energetisch. Nora, was gibst du diesem Red Bull? Eine 11 von 10. Ich auch. Safe. Also das 12, ist wirklich 12 von 10. 12 das von 10. Die Konsistenz, die Sprudlerei. Safe. Für mich hat das gewonnen. Auf jeden Fall. Nee. Freunde, wir haben für euch wieder rausgefunden, was am besten mit was schmeckt. Und heute war die Eiscreme dran. Und für mich... Eis. Nora, unterbrichst du dich nochmal? Kram ich dir irgendwas in deinen Arsch rein? Für mich klarer Gewinner, Red Bull. Allerdings muss ich wirklich sagen, dicht gefolgt von der Teriyaki-Soße. Muss ich wirklich sagen. Ja. Wenn euch dieses Video gefallen hat, vergesst auf gar keinen Fall einen Daumen nach oben zu geben. Abonniert diesen Mist-Kanal, damit wir mehr solcher Dreck-Videos machen können. Juhu. Schaut bei meiner allerbesten Freundin Nova vorbei. Schreibt in die Kommentare, was wir als nächstes für euch testen sollen. Kommt gut durch die Nacht. Ciao. Können wir als letztes einen Handschlag machen, den du diesmal mir auch gibst, damit ich nicht denied werde? Können wir gerne machen.